Hey du, schön, dass du da bist. Du hast den Titel ja schon gelesen. Ich habe eine Beichte abzulegen. Ich muss mich wirklich bei euch entschuldigen. Und nicht nur bei euch, sondern auch bei Parfum de Mali. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Video gemacht, das hieß "Das war nix, Herrendüfte, die mich enttäuscht haben". Und auf Platz 1 der Enttäuschungen stand der Carlyle von Parfum de Mali. Und den habe ich wirklich verrissen, ja. Also ich habe kein gutes Haar an dem gelassen. Ich habe mich wirklich ausgelassen über den. Und ich wusste schon vorab, dass da ein Riesenaufschrei in den Kommentaren kommen wird. Aber was soll ich machen? Ich bin halt ehrlich zu euch, ne? Und noch während ich dieses Video gedreht habe, ist mir schon der Gedanke gekommen, dass ich vielleicht gar keine authentische Carlyle-Probe habe. Und ich mag ja Parfum de Mali als Haus total gern. Und ich war eh schon total verwirrt, weil ich wirklich fand, dass das gar nicht zu deren sonstigen Portfolio gepasst hatte. Und ich wusste, was der Carlyle für eine riesen Fanbase hatte. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, ah, das ist der beste Duft von Parfum de Mali oder ich deabonniere dich gleich. Und manche Leute waren einfach nur im Herzen tief getroffen. Und ich glaube, so auch der Dennis. Der Dennis, einer meiner lieben Abonnenten, der hat angeboten, dass er mir seinen Original Carlyle zuschickt, damit ich nochmal schauen kann, ob ich tatsächlich eine authentische Probe habe. Ja, und ich habe mir gedacht, ich bin ja nicht so, ja, dem gebe ich schon noch eine zweite Chance, kein Problem. Deswegen habe ich das Angebot von Dennis angenommen und er hat mir dann tatsächlich seinen Carlyle geschickt. Vielen Dank nochmal dafür, das war sehr lieb. Und dann habe ich den Test gemacht und tatsächlich hatte ich nicht den Carlyle in meiner Carlyle-Abfüllung. Also da hat mich jemand betrogen auf Parfumo. Das ist ungünstig und ich entschuldige mich dafür, weil ich ja weiß, dass viele von euch auch teilweise ihre Düfte nach meinen Empfehlungen kaufen oder nicht kaufen. Und es ist natürlich schon ein bisschen blöd, wenn ich dann eine Marke oder beziehungsweise einen Duft schlecht rede, der überhaupt nichts dafür kann. Und insofern tut mir das auch echt leid. Deswegen mache ich jetzt auch dieses Video hier. Das ist sozusagen die Rehabilitierung des Carlyle, nennen wir es. Und ich werde den jetzt noch mal kurz für euch reviewen. Also was ich im Opening bekomme, ist ein schöner runder Apfel, also ähnlich wie der Layton-Apfel. Und ein bisschen Würze. Also ich würde sagen, aber nicht nur Muskat, sondern auch den Safran. Und ich merke auch total diese Rose, also dieses florale Element, wobei es nicht eine feminine Rose, es ist so eine ganz schöne androgyne Rose, so wie in Lumière Noire Homme, finde ich. Und wir haben auch eine Davana-Osmanthus-Kombination, die ich schon kenne aus Amouage Sunshine Woman. Da gibt es auch Davana-Osmanthus und es gefällt mir wahnsinnig gut, habe ich auch sofort wieder erkannt. Und in der Basis haben wir noch eine relativ unspannende Kombination aus Vanille, Patchouli, Opoponax und Sandelholz, meine ich. Kann sein, dass ich jetzt was vergessen habe, aber ich blende euch die Noten eh mal ein. Und ich finde, es ist ein sehr runder, schön gemachter Herrenduft. Ohne das Asche-Element, das ich unterstellt habe. Ich habe den Fake übrigens noch hier. Der Fake ist. Ja, also, was ich glaube ist, dass da jemand den originalen Carlyle genommen hat, vielleicht so 1 Milliliter von dem und dann 9 Milliliter anderes Zeug drauf gepanscht hat. Also Aschebrühe wahrscheinlich hat er drauf gegossen. So kommt mir der vor, weil er ist wirklich ekelhaft. Also nicht gut. Der originale Carlyle hat eine schöne Maskulinität an sich, finde ich ein spannendes, fruchtiges Element und ist sehr kühl, finde ich. Also, obwohl der eine Vanille hat und ein Opoponax, was ja schon so eher so warme Elemente sind, und auch eine Tonkabohne hat er drin, ja, aber trotzdem. Kommt für mich eher kühl daher, aber angenehm, sehr angenehm. Ich würde sagen, das ist nicht mein allerliebster Mali, sondern so Platz 4, 5, also so im guten Mittelfeld. Also, ich finde, er reicht nicht an einen Herald oder einen Layton heran, aber ist schon besser als jetzt so ein Sedley oder so ein Carlan, finde ich. Genau. Nee, gefällt mir eigentlich gut. Es tut mir sehr leid, Parfum de Mali. Ja, und hiermit exkludiere ich den Carlyle offiziell aus dem anderen Video. So. Es ist natürlich blöd, dass mir das passiert ist. Und ich versuche auch eigentlich immer meine Hausaufgaben zu machen für euch.
Das Problem ist halt, dass ich leider nicht die Kohle habe, mir jeden einzelnen Duft wirklich als Flakon zu besorgen. Und da ist man halt manchmal einfach auf Proben angewiesen. Was natürlich mit einem kleinen Risiko behaftet ist. Aber eine Sache könnt ihr euch sicher sein, die garantiere ich euch. Ich bin immer ehrlich und wenn ich merke, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann komme ich auch zurück und stelle den klar, so wie jetzt. Weil das packt mich dann schon ein bisschen bei meiner Ehre auch. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, die ganzen Carlyle-Fans sind wieder befriedet und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.